Herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, wer den ersten Teil gesehen hat, der kann sich noch gut hier an diesen Ausschnitt erinnern. Und zwar war ich darin unsichtbar. Ich habe das Ganze dann nochmal neu gestartet, habe eine ganze Weile wieder gewartet. Und wie ihr seht, kann ich mich nun selbst sehen und kann mich nun auch hier drin umsehen. Das heißt, wir machen das Übliche, was wir sonst auch gemacht haben. Wir haben Sachen kaputt gemacht. Wir haben Truhen geöffnet. Mit der Heilung, das habe ich leider später erst herausgefunden, dass wenn man sich dann heilt, wenn so eine Kugel in der Nähe ist, dann wird automatisch, ja, diese vier Vorräte, sage ich jetzt mal, die werden dann automatisch aufgefüllt. Und ich wollte gerade sagen, ich habe die Beine dann doch mitgenommen. Und die Heilung wird dann auch insgesamt aufgefüllt. Hin und wieder sollte man auch mal ins Inventar schauen, wie man sieht, und die Werte mal ein wenig vergleichen. In dem Fall sind die die Werte vom Rock wesentlich besser. Das heißt, ich habe dann einen Rock angezogen. Ehrlich gesagt fand ich es optisch gar nicht so schlecht, mit Röcken rumzulaufen. Ich habe auch später noch einen roten Rock gefunden. Der sah auch ziemlich cool aus und ja, ich finde es besser als das, was wir jetzt am Anfang anhatten, muss ich gestehen. Man sollte in jedem Raum mal ein bisschen rumlaufen und mal schauen, ob man da noch irgendetwas finden kann. Gegner findet man auf jeden Fall immer wieder. Das muss man auch dazu sagen. Was ich ein bisschen komisch fand, dass der Gegner hier zum Beispiel oben erstmal so, ja, vom Schleier, sag ich mal, bedeckt war. Das fand ich jetzt ein bisschen seltsam, weil es kann natürlich sein, dass das ein kleiner Bug gewesen ist. Aber ich gehe davon aus, dass das irgendwas mit der Reichweite zu tun hat, wie weit man sehen kann. Wenn man strategisch vorgehen möchte, sollte man natürlich in solchen Sachen, wo man nach oben gehen kann, aber auch links und rechts was gucken kann, immer mal überall gucken. Sehe ich da auf Anhieb jetzt was, wie hier zum Beispiel, was rot ist? Weil das sind dann so die eigentlich wichtigen Sachen. Und die anderen Sachen kann man teilweise auch kaputt machen, aber muss man nicht unbedingt. Also bei denen, die rot sind, kann es schon mal sein, dass da irgendwas ist, was man gebrauchen kann. Da bin ich jetzt hier weiter durch die Tür gegangen. Hier ist wieder so ein rotes Teil, was ich meine. Ja, und da sieht man, im Nebenraum ist jetzt überhaupt nichts, was irgendwie von Belang wäre. Da gab es dann nochmal eine Truhe und ich habe immer noch nicht verstanden, dass man einfach hingehen könnte, die Heilung drücken könnte und dann voll geheilt wäre in meinem Fall jetzt und auch wieder vier von den Dingern voll hätte. Es geht natürlich nicht, oh ja, das war jetzt ein extremer Raum für mich. Also das war der erste Raum, wo ich erstmal angefangen habe zu schreien. Uah, jetzt kommen sie von allen Seiten so ungefähr. Also den Originalton hätte ich euch gerne gegönnt, aber da leider alle wieder durcheinander gesprochen haben in dem Moment im Discord, kann ich es leider nicht machen. Ich habe es ja schon im ersten Teil erwähnt, dass ich das Ganze live im Discord gestreamt habe. Und ja, die Anwesenden waren natürlich nicht alle so leise, wie man es denn sich wünschen würde dabei. Aber es war auch eigentlich nicht geplant, dass ich das Ganze aufnehme, muss ich auch dazu sagen. Ich habe mich dann doch spontan dazu entschlossen und ja, wollte euch das Ganze erstmal zeigen. Der Prolog ist bei mir jetzt in drei Teile aufgeteilt. Den ersten haben wir schon gesehen. Den ersten kann man eigentlich fast vergessen, weil wir da nichts machen konnten, weil das alles nur verbuggt gewesen ist. Und kleiner Spoiler-Alarm, auch in dieser Folge lief nicht alles so rund, wie es laufen sollte. Ich kann euch aber sagen, das wird im dritten Teil auch nicht anders. Also ich bin regelmäßig mal rausgeflogen. Es ist wahrscheinlich der Vor-Beta-Version geschuldet. Ich nehme es denen nicht übel. Ich finde es natürlich auch nicht gut, weil auch eine Vor-Beta-Version gerade in diesem Maße, ich meine, das ist ein MMO, gerade in diesem Maße sollte natürlich schon einigermaßen flüssig laufen. Wenn mal kleinere Bugs drin sind, okay, ist das kein Thema. Aber wenn man ständig rausgeworfen wird, das Verlies dann auch mal wieder von vorne anfangen muss und so weiter. Ja, bin ich ganz ehrlich, es ist sehr, sehr nervig. Das war jetzt ein kleiner Moment, wo ich kurz gesprochen hatte und mich nicht mehr umgesehen hatte. Wenn ihr solche Momente seht, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Das ist dann meistens irgendwas, wo ich dann ja was gesagt bekommen habe oder ich soll mal auf das und das achten oder sowas in der Art. Hier gibt es wieder jede Menge Möglichkeiten. Ich bin natürlich erstmal in die kleineren Kammern reingegangen, um zu gucken, was es da noch gibt. Meine Heilung ist auch wieder voll.
gewesen zu dem Zeitpunkt. Da habe ich schon wieder die Krise bekommen, weil ich gedacht habe, es wäre ein neuer Raum, weil schon wieder so ein Ding da gestanden hat, was ja explodieren kann. Aber es war nur der gleiche Raum, wo wir vorher schon waren. Und dann war mir klar, okay, ich muss definitiv hier reingehen, weil ich werde hier jetzt weiterkommen. Ja, und da könnt ihr euch eigentlich ganz gut dran orientieren, weil wie ihr oben rechts auf der Karte seht, ihr müsst natürlich immer weiter erkunden. Ihr seht an diesen, ja, ich sag mal, Schritten, die da angezeichnet sind, diese Pünktchen, von wo ihr eigentlich hergekommen seid. Und ihr seht natürlich auch, was ihr da dann aufdeckt. Also, dass das alles vorher schwarz ist und wenn ihr durchgelaufen seid, dass das aufgedeckt wird. Da müsst ihr dann einfach, ja, also ich mache es immer sehr penibel, muss ich sagen, die Ecken durchschauen, schauen, ob ich in gewissen Neben, ja, Kammern schon mal drin gewesen bin, schauen, ob da irgendetwas drin ist, wie zum Beispiel eine Truhe oder so, weil das sind natürlich kleine Teile, die kann man leicht übersehen. Aber auf der anderen Seite können da auch unheimlich gute Ausrüstungsgegenstände beispielsweise drin sein. Oder, ich weiß nicht, vielleicht auch später mal irgendwelche Sachen, die man einsammeln kann, wie jetzt Tränke oder ähnliches. Ich habe jetzt von demjenigen, mit dem ich im dritten Teil durch den Dungeon gelaufen bin, nee, stimmt gar nicht, wir sind nach dem Prolog durch den Dungeon gelaufen, habe mich vertan. Also wenn ihr das Spiel gerne mal spielen wollt oder die Beta-Version spielen wollt, den kompletten Prolog, also das, was wir jetzt gerade hier sehen und auch in der nächsten Folge noch sehen, den müsst ihr komplett alleine durchspielen. Danach könnt ihr euch allerdings gegenseitig einladen. Wobei ich dazu sagen muss, dass das auch schon mal so ein bisschen verbuggt gewesen ist, weil ich weiß nicht warum, aber die beiden Jungs waren schon in der Gruppe und der Gruppenführer hat versucht, mich einzuladen. Das hat dann nicht funktioniert. Und dann habe ich irgendwann eine Anfrage gestellt, eine Gruppenanfrage. Die konnte er dann aber problemlos annehmen. Also es geht schon, aber man muss halt ein bisschen gucken. Es kann schon mal ein bisschen verbuggt sein. Ich hoffe, dass sich das Ganze löst, bis das Ganze wirklich online gestellt wird. Und ich bin jetzt schon traurig, dass ich den ganzen Kram wieder alles von vorne machen muss, sobald das eben neu draußen ist. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich auf jeden Fall, ja, zum einen mich drauf freue, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich mich drauf freue, das Ganze alleine zu spielen, weil ich schon gemerkt habe, wie extrem, extrem gerade die Dungeons gewesen sind. Also wir haben jetzt einen gemacht, das habe ich leider nicht aufgenommen, das hätte ich vielleicht auch mal aufnehmen können, dass man das mal zeigen kann. Ich habe es leider verpennt bisher. Aber es ist im Endeffekt sowas wie das, was ihr jetzt hier seht. Also man läuft durch eine ziemlich große Gegend durch, nochmal viel größer, glaube ich, als das, was wir jetzt hier sehen. Und ja, das ist dann der Boss. Ich bin gerade am Überlegen gewesen, ob da jetzt noch irgendeine Sequenz kam, die ihr jetzt hören solltet, weil ich natürlich, wenn Videosequenzen kommen, dann werde ich das Ganze nicht kommentieren, sondern dann werde ich den Originalton drin lassen. Und dann später natürlich, wenn ich es dann endlich Let's Playen kann und es komplett raus ist, dann werde ich das Ganze natürlich in Deutsch machen. Also ich sowieso, aber dann ist das Ganze natürlich in Deutsch synchronisiert und ja gut, die Untertitel sind ja schon in Deutsch. Bei dem Boss habe ich leicht die Krise bekommen. Ist so ein bisschen wie in Lost Ark gewesen. Allerdings in Lost Ark weiß ich ja mittlerweile sehr gut, was ich mache. Und hier wusste ich halt noch nicht so richtig, was ich mache, wenn man so will. Ich weiß auch bis heute noch nicht, was dieses komische Spinnennetz eigentlich bedeutet. Das fällt mir auch ehrlich gesagt zum ersten Mal auf. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Da habe ich jetzt unten Zaubertränke. Ich glaube, die werde ich jetzt auch gleich nehmen. Oder ich laufe einfach zum Boss hinterher. Das kann auch sein. Ich habe ihn schon recht gut runterbekommen. Er ist schon unter der Hälfte. Und schon wieder ist dieses komische, ich weiß nicht, was es ist. Das könnte eine Spezialattacke sein. Das könnte Gift sein. Das könnte alles sein. Also wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Die Tränke habe ich jetzt, glaube ich, aus Versehen schon eingesammelt. Die liegen auf jeden Fall nicht mehr da. Ja, und der Boss war doch ziemlich nervig. Ich habe allerdings dann festgestellt, dass in der Zeit, wo er so ein bisschen kanalisiert, sage ich mal, und die anderen ruft, dass man in der Zeit auf jeden Fall super in der Mitte stehen kann und ihn zusammenschlagen kann. Bringt natürlich nicht viel, erinnert mich so ein bisschen daran, dass ich so wenig Schaden mache an die Souls-Spiele.
Also, ja, von Elden Ring war ich ja nicht so begeistert bisher. Mal sehen, ich werde es mal privat mit anderen Leuten noch spielen. Eigentlich war geplant, das Ganze mit Epi zu spielen und dann vielleicht mal so ein paar Ausschnitte zu zeigen, nebenbei mal ein bisschen was aufzunehmen, dass man so ein paar Bilder, sage ich mal, von dem Spiel sieht. Aber das, ja, das hat sich dann zerschlagen von Seiten Epis. Und hier war jetzt der wundervolle Moment, dass ich meine Sachen anlegen wollte. Ich habe mir das Ganze schön angeguckt und war noch mit den anderen am Sprechen von wegen Lila und dass Gold ja besser ist als Lila und so weiter und so fort. Habe alles angezogen, also der Moment kommt gleich, der ist noch nicht ganz hier, muss ich dazu sagen. Habe alles schön angezogen, habe den Dungeon fertig. Die gute Nachricht ist, nach einem Dungeon wird auf jeden Fall gespeichert. Die schlechte Nachricht ist, ich glaube, wenn es anfängt zu haken, ist das immer schon ein schlechtes Zeichen. Weil ich bin dann hier reingegangen, habe dann mit dieser Tuse hier nochmal gesprochen. Die hat dann ja irgendwas von alten Ruinen, also ich habe was von alten Ruinen erzählt, dass die jetzt sicher sind und so weiter. Und ja, dass ich vom Himmel geschickt worden bin und dass die leider kein Geld haben. Aber dafür einen heißen Eintopf, gute Gesellschaft und ein Bier habe ich dann auch noch bekommen, beziehungsweise Met. Wo ich mich schon gewundert habe, weil der Metkrug fast so groß war wie mein Kopf. Das kam mir schon so ein bisschen komisch vor, aber ich habe mir noch nichts dabei gedacht. Ich meine, ich könnte mir einen hinter die Binde kippen, das kostenlos. Habe ich mir gedacht, alles super. Habe ein bisschen getanzt und ein bisschen gefeiert, gesoffen, ein bisschen gegessen. Ja, wobei das Essen sieht man jetzt nicht wirklich. Im Sitzen noch gefeiert, in Anführungszeichen getanzt. Und dann war der Moment, dass mir wirklich schummrig geworden ist. Und das war gar nicht gut. Mir ist auch irgendwie schlecht geworden. Und dann lag ich plötzlich auf dem Tisch. Leider kann ich euch das nicht im Originalton zeigen, weil, wie gesagt, ich habe es so nicht aufgenommen. Beziehungsweise ich habe halt die anderen mit aufgenommen und möchte da jetzt auch nicht die ganzen Äußerungen, die jetzt im Hintergrund gelaufen sind, möchte ich jetzt auch nicht wiedergeben. Ich persönlich hatte schon ein bisschen Panik, weil ich gedacht habe, der Typ will hier sonst was mit mir anstellen. Das war so, ja, weiß ich nicht, so, wir füllen die alte mal ab und dann legt er mir die auf den Karren und ich kriege ja sonst eh kein Mädel ab, ne? Ich ziehe die jetzt mal mit hier, nehme die mal mit in den Schuppen und dann mal ran an die Maus, so ungefähr. Und ja, also ich sag's mal so, gleich passiert was, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, was mir so gar nicht gefallen hat. Deswegen werden wir diese Szene jetzt mal ein bisschen schneller spielen. Ja, und da passiert dann genau das, wovor ich eben schon vorgewarnt hatte. Ich habe die Verbindung zum Spiel verloren. Juhu, juhei. Und wie gesagt, das ist mir leider nicht das erste Mal passiert. Und nachdem ich es dann endlich geschafft hatte und wieder im Spiel drin war, juhu, juhei, wie schon gesagt, habe ich dann wieder hier im Dungeon angefangen und musste alles nochmal von vorne beginnen. Ich musste alles nochmal neu anlegen, ich musste Fertigkeitspunkte neu verteilen und so weiter und so fort. Den Teil überspringe ich jetzt einfach mal. Ihr wisst ja, was dann passiert. Ich habe gesoffen, ich habe gefeiert, ich habe getanzt und ich war weggetreten. Spiel weiter. In 5 Minuten weißt du mehr. Ach nee, ich geh falsch. Scheiße. Ugh.
By mother's blood, by mother's body. So, shall you witness her glory before you die? Not ready yet. They're coming! The whole damned village! Get up! Get up! We have to fight our way out! There! Take them! May the light preserve us. Ja, und dann ging es weiter. Er hatte es ja schon gesagt, sie kommen, sie wollen mich holen oder irgendwie sowas hat er gesagt. Dementsprechend musste ich dann wieder kämpfen. Ich meine, Blut lag ja eh schon genug überall herum. Dementsprechend war das jetzt egal, wenn wir hier alles mit Blut besudeln. Abgesehen davon, dass der Typ eh schon, glaube ich, tot war. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht auch nur niedergeschlagen. Man wird es vermutlich nie erfahren. Überall liefen dann diese aggressiven aggressiven Leute aus dem Dorf rum. Hier unten war jetzt eine zum Beispiel ein Bogenschütze. Der Typ, der mich jetzt gerade gerettet hat, der hat mich auch eine Weile verfolgt, hört sich jetzt irgendwie negativ an, aber der hat mich eine Weile begleitet, so. Hat jetzt hier mit mir gesprochen, was ich so gar nicht gecheckt habe in dem Moment. Ja, er erzählt dann, dass sie ihn betäubt haben, als er von den Ruinen zurückkehrte, also so ähnlich wie bei mir. Er kam wieder zu sich und floh. Er versuchte zur Kapelle zu gelangen, aber es gelang ihm nicht, beziehungsweise er wurde dann von mir herbe unterbrochen, als ich was ausgewirkt hatte. Ich habe noch spaßeshalber im Stream gesagt, kotze ich jetzt hier Rosen aus oder was? Und dann fragte er, Blüten, ja, das ist wohl nicht ungewöhnlich. Und ich habe dann nur geantwortet, sie müssen mir irgendetwas gegeben haben. Ja, wahrscheinlich Blütenessenz. Ich meine, man hat es ja gesehen, nur sie hat es nicht mitbekommen. Und er erklärt dann, dass das ein Ritual gewesen ist, dass die Antwort vielleicht in der Kapelle liegt und ja, dass die im Endeffekt dahin gehen müssen. Die Frau, die sie angeführt hat, hat den Schlüssel, den müssen wir uns noch besorgen, meinte er. Und ja, dann haben wir den Kapellenschlüssel eben von Vanis Leiche geholt, die ja direkt vor uns gelegen hat praktischerweise. Ich wollte schon rausgehen, nebenbei bemerkt, habe nicht gesehen, dass ja, ich den Schlüssel nicht automatisch bekommen hatte. Er hat mir freundlicherweise noch das Tor geöffnet und damit haben wir im Endeffekt die Quest abgeschlossen und eine neue Aufgabe bekommen, weil wir zur Kapellentür gehen sollten. Und gleich kommt auch eine Videosequenz, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und zwar beginnt diese Videosequenz direkt, wenn ich die Rosenblätter untersuche. Ah!
shameful. Our father has granted you a path to salvation. And yet, you stray from it at every opportunity. You drink and gamble. You covet and steal. Shameful. Sin is their birthright. My children, the lords of hell are coming to devour our world. Salvation lies not in the light, but in you. The faith has taught you to deny your heart's desire and turned you into a prisoner within yourself. Break the chains and discover who you were meant to be. Break the chains and be beautiful in sin. Resist! Resist her temptation! Vani, it's me. I brought your child into this world. The dry steps and continue your preparations. Now our true work begins. You came to thank the light. Ja, und ich würde sagen, mit diesen Szenen hier machen wir dann das zweite Video auch erstmal, machen wir erstmal ein Ende, so. Ich werde dann auf jeden Fall mit euch noch den Ende vom Prolog mitmachen und ja, den Rest nach dem Prolog, das werden wir uns dann in einem ausführlichen Let's Play anschauen, wenn das Ganze auch wirklich auf Deutsch ist und so weiter. Aber hier machen wir erstmal einen kleinen Cut und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.